Du hast jetzt ein Haus abgerissen. Abgerissen? Nein! Und zack, wieder hingemacht. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monopoly Folge 7. Ich bin Mucka DMC und ich habe den Dolly hier. Hallo. Und der Manne, und der ist schon wieder auf so ein Ereignisfeld gekommen. Jetzt wollt ihr da irgendwann auszahlen. Nein, zahl jeden Spieler, klar. Manne ist wieder mal vom Pech verfolgt. Ja. Wie in den letzten Folgen auch so ein bisschen. Ja, ja. Ich bin sauer. Achso, weiter. Was, nochmal? Achso, ich hab ein Paschi gehabt. Natürlich, fehlt ja nicht. Jetzt kommt auf den Mucker sein komisches Gebäude oder was. Nein. Bitte, bitte nicht. Nein. Ne, grün, das ist deins. Oh, die letzte Straße. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Genau, gefällt mir auch. Was ich daraus gemacht habe. Läuft doch. Nicht an Mucker verkaufen. Ihr Zug beginnt jetzt. Oh, 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 oh. Jetzt kann es böse werden. Mann, noch ist nicht alle Tage Abend. Ja. Ich komme zu Mannes Bahnhof. An Muckers Scheiße vorbei. Mann, die 25, ne? Kannst du gerne haben. Ihre Miete ist fällig. Du bist ein bisschen glücklich gerade, ne, Dolly? Das ist mein einziger Bahnhof, oh, ja, den Mucker noch nicht hat. Los! Ne, 6 gewürfelt, du. Huh. Bist ja gut durchgekommen durch die Mucka-Allee. Sie sollten. Ja. Ja. Mucka ist dran. Alter, wenn ich das schon sehe, wenn der Hund würfeln tut, das wird mir ganz schlecht. Spielen. Wie sieht's denn aus? Jetzt guck doch mal nach, wie es aussieht. Würfel. Weiß ganz sieht genau, gut aus. Sieht gut aus. Oha. Komm, oha, schön mal ja, los, Junge. Kohlen sammeln. Gute Neuigkeit. Ja, und das hat wieder Klack gemacht. Klack. So muss das sein. Shitang, shitang. Mann ist dran, ja, komm. Eine 4. Hm. Ist gut. Ja? Ist dein. Ist gut für dich, ja, echt. Nee, ist für dich gut. Schauen wir, ob das Glück Ihnen hold ist. 10, na toll. Oh, ein schöner zweiter Platz, ein 10er. Und das heißen. Was will mir das Spiel damit sagen? Dass du schön bist und 10 Monopoly-Dollar bekommst. Sie sind am Zug. Ja, komm, gleich nochmal. Mann ist am Zug. Komm, bitte über los. Nein. Mann, da kommt schon. Steuern zahlen. Ja, klar. 100, siehst du? Nacke gemacht. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Unglaublich. Fühl mich so. Alter, Mucker darf das nicht gewinnen, Dolly. Das hält uns nein, ewig vor. Nein, ich weiß, Mann. Was soll ich machen? Beeindruckend. Darf ich jetzt auch Steuern zahlen? Hoffentlich. Nee. Ich hatte Glück. Ja. Du zahlst Miete, oder nicht? Genau. Vielleicht sollten sie bauen. Darauf sollten sie bauen. Hau dir auf die Fresse, scheiß Ansage. Würfel, Würfel, Würfel. Die hört noch keiner. Das ist ein Ereignisfeld. Wie soll das einem gehören? Schauen wir mal, ja, wenn Mucka genug Kohle hätte, hätte er das schon gekauft. Versorgungswert. Was doch meins. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ich glaube, vor Manne, dir wäre das passiert. Ja, dann den hätte man. Den zehnfachen Wert, Alter. Ja, und sowieso ist das da drauf, der zehnfache Wert. Das heißt, man hätte den 20-fachen Wert bezahlen müssen. Laufe jetzt sogar. Oder du. Wer doch meine Straßen irgendwo nur Kohle abdrücken. Nein. Nee, es wäre sein Bahnhof.
Das ist wieder sein Bahnhof. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten sie bauen. Hier sollten sie bauen. Ist doch eine gute Idee, ne? Wo kann ich denn bauen hier? So. Ja. Ah, ich warte noch eine Runde. Ich muss noch ein bisschen sparen. Ihr Zug beginnt jetzt. Ihr Zug beginnt jetzt. Ui. Man rettet sich über los. Ja, genau. Hast du gesehen, wie Manne da die Würfel geschwungen hat? Und jetzt zack auf den Bahnhof. Nee. Was sagen die Karten? Was sagen die Karten? Voll schnuppen, weil der voll rein aufgesetzt hat. Ui! Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Das ist aber schön. Kann ich da ein Haus kaufen? Nee. Du musst jetzt auf den anderen. Auf den anderen musst du erst 3 Häuser bauen. Sonst geht das nicht. Hier noch ein da. Manne, denk dran, verausgab dich nicht. Wenn du einmal irgendwo raufkommst, dann ist Sense, Alter. Was jetzt gemacht? Bist du doof? Du hast jetzt ein Haus abgerissen. Abgerissen? Nein! Und zack, wieder hingemacht. Guck dir mal, Alter, du hast für 100 gebaut, für 50. Nee. Ja, ja. Für 50 hast du mir zurückgekauft. Abgerissen? Was will der denn hier? Und für 150 neu gebaut. Was willst du denn? Zurück. Ich will zurück zum Brett. Hä? Zum Kreis. So. Los, würfeln Sie. Klasse. Mann, ey, das war mal wieder nix. Die Runde. Für mich ist das bald zu Ende, das Monopoly. Muckali. Oh, ja. Yeah. Klingelingeling. Klingelingeling. Was ist ein Scheiß. Sie sind dran. Du bist dran, Mucke. Hoffentlich auf so ein Dreierhaus. Ich bin dran. Doch. Zum Besuch! Hat der schon wieder ein Glück, Alter. Alter, gibt doch ja nicht. Kann man so viel Glück haben, ist auch normal. Ein schöner Ort für einen Besuch, aber Sie sind sicher. Ja, Sie sind ja, vielleicht sollte ich Wikipedia nochmal neu schreiben. Mucke der Glückliche. Oder der Glückspilz oder sowas. Ja, ja. Könnt's mit MC Glück kannst du heißen. Glückerli MC. Scheiße. Ich glaub, das war's. Glück MC. Jetzt musst du wohl Hypotheken aufnehmen oder verkaufen, Manne. Passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals. Lies dir das durch. Schulden. Hier, Geld auftreiben. Mein Geld. Ja, da musst du Hypotheken auf deine Häuser rauf machen. Mein Geld. Die Häuser sind denn. Die Häuser. Entweder du verkaufst Häuser oder du gehst auf irgendeine Karte, wo du noch nichts gebaut hast, setzt dann eine Hypothek drauf und dann ist die Karte wertlos, bis du sie wieder auslöst. Ich hab ja nichts gekauft. Wenn du zum Beispiel bei deinen Gelben hochgehst. Hä? Oh, bei meinen Gelben. Kann ja nichts hochgehen. Wenn du hast da oben die gelben Karten. Ja, wie komme ich da hin? Da hochscrollen. Ja, jetzt da links. Zum Beispiel. Das zum Beispiel deine. Da kriegst du 140 für, wenn du da eine Hypothek drauf setzt. Ja, und wie mache ich das? Wie setze ich da jetzt Hypothek drauf? L1. Ja, komm, weiter. Sie haben getan, was getan werden musste. Genau. Dauten. Kannst du jetzt schon die Dings bezahlen? Ich weiß ja nicht, wie viel du zahlen musstest. Das dauert mir alles zu lange hier, jetzt will ich wieder nicht wegdrücken. Was? Kreis. Ja. Kreis. Da, hier. So, weiter. Sie sind am Ziel. Ja, ich weiß. Nochmal. Mucker sein anderes Scheißding. Nee. Auf meine eigene.
Mein Bahnhof. Ja, sie sollten bauen. Wovon denn? Viel Glück. Viel Glück. Ja, wie ist denn das, wenn man jetzt auf die Karte draufkommt, wo da eine Hypothek drauf ist, Dolly? Dann passiert da nichts. Das Haus ist jetzt, sage ich mal, so lange unnütz, bis Manne wieder Geld auftreibt, um dieses Haus auszulösen. Die okay. Notlösung. Was ja recht schnell gehen kann, ne? Also man braucht ja bloß auf seine Karte kommen, auf seine eine Straße mit drei Häusern. Na klar. Das geht, das kann schnell gehen. Kann aber auch, wenn ich mit euch zusammenspiele, voll nach hinten losgehen. Guck mal hier, der oh, Blödmann, Alter, der rutscht da vorbei, Alter. Fick dich, Alter, Mucker. Man, ich kann da auch nichts dafür. Das ist doch nur ein Zufallsprinzip. Kann diesen bisschen Köter nicht mehr sehen. Ich kann diesen Köter nicht mehr sehen. So, Mann, es tut mir leid, Mann, wirklich. Ja, doch, Dölli. Das wird böse. Steuern, irgendwas, ja. Oh nein! Und da hat auch schon, wie viele Häuser drauf. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Dölli? Ja? Kannst du. Wie viel muss ich jetzt bezahlen? Wie lautet, du musst 390 bezahlen. 390? Willst du mir den Bahnhof abkaufen? Für 390 oder für was ist das? Ich hab bloß 303. Scheiße. Nee, mit Mucka will ich nicht handeln, das kann ich vergessen hier. Nee, du kannst natürlich auch noch eine Hypothek auf dein anderes gelbes raufsetzen. Das soll Mucka sein. Das hier. Da, das ist doch noch meine. Noch, ja. Was ist das? L1? Nee, R1. Nee. L1. Damit sollten Sie so, und jetzt musst du natürlich noch irgendwas anderes, eine Hypothek draufsetzen. Oder Häuser. Jetzt kannst du eigentlich bloß noch Häuser verkaufen. Ja. Oder natürlich deinen Bahnhof eine Hypothek draufsetzen. Aber die bringt, glaube ich, nicht so viel, denke ich. Muss mal gucken. Der Scheiß hat mir sowieso noch nichts gebracht hier. Wie viel waren das? 390. Kauf den Scheiß. Was soll ich machen, Mann? Alter, krieg ja nichts. Ich soll meine 390 zusammenkriegen, Alter. Das gibt doch nichts hier. Kann ich da jetzt eine Hypothek? Kann ich nicht mehr, ne? Nee. Ja, komm. Ja, doch, kannst du noch, aber da bringt bloß 30, ne? Du musst gucken. Das andere, wenn du das andere da auch noch eine Hypothek drauf setzt, musst du ja, mal gucken, auf wie viel du zusammen kriegst. Ich verhücker hier alles, Junge. Ja. Das ist das böse. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Ja, Zeit, ja. Fick dich, Alter! So ein Lachen. Da, einen noch. Ein von den Häusern. Muss jetzt bloß. Ja. Und jetzt hast du das Geld zusammen. Jetzt hast du noch ein Haus gekauft. Bist nee, ich hab ein Haus gekauft. Das heißt, du darfst jetzt noch mehr verkaufen als vorher. Alter, wie verkaufe ich den Scheiß hier? L1. Du musst aber erst das mit den Vieren nehmen, weil du da am meisten Häuser hast. Oh ja, komm hier. Nee, geht L1. Nicht. Alter, wenn ich drücke, ich da raufkomme, Mann, Alter, ne? Und jetzt musst du noch eins. Noch zwei sogar. Eins nochmal, ne? Ja, komm, hier verkauf den Scheiß hier. So. So, und jetzt kannst Kreis drücken. Jetzt krieg ich das ganze Geld. Oh Mann. Hui! $6! Wieso kriegst du jetzt das Geld? Weil ich auf seine Miete gekommen bin. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Yeah, machen wir. Ich weiß nicht, wo ich den Faden verloren habe, Jungs. Ich weiß nicht, seit wann eine Bankrott ging hier und bergab ging. Endlich da. Klar, jetzt baut er sich noch ein Haus da drauf. Scheiße, Alter. Ich muss hier weg.
Klar, da vorne die ganzen Häuser, halt Hypothek drauf. Gibt doch keine Kohle mehr für. Ja, wie ein Bahnhof, ist klar. Okay, kriegst auch noch ein Stück vom Kuchen. Hier hast man das Geld. Kriegst auch noch ein Stück vom Kuchen. Ihr Zug beginnt jetzt. Das wird der dreckige Köder. Ich kann das nicht mehr sehen. Was? Manne, du kriegst Geld von ihm. Ja, super. Ach, das ist ja erst in der Hypothek drauf, stimmt. Das Hypothek drauf. Gibt auch nichts für. Was willst du jetzt handeln, Mucke? Was möchten Sie handeln? Den Bahnhof will er. Kann den nicht. Obwohl, das Spiel ist sowieso für mich, ist das hier laufen. Ja, fick dich, Alter. Ach, okay, mach geht doch. Nicht? Manne, mach. Was denn? Kann nicht machen. Nee, warte mach. Mal. Warte mal. Also es geht bloß, den Mindestgebot, den kann er bloß bezahlen, oder was? Also ich kann das jetzt ja auf 1 Euro runterdrücken. Wie jetzt? Ja, nee. Na, Manne hat jetzt nur noch 6 Dollar. Du kannst jetzt auch 1 Euro natürlich, du kannst ihm das auch so schenken für lau. Was machst du da? Warte mal, wenn ich... Wie kann ich ihm das schenken für lau? Na, rauf, hoch, dann schenkst du dem... So, dann gehst du auf R1, machst da 1 Dollar oder sowas? Nee, Quatsch. Nehmen wir den 1 Dollar raus. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Was muss ich jetzt sagen? Akzeptieren. Ja, du musst jetzt X, bestätigen. Ja. Gutes Geschäft. So, Mann, jetzt hast du einen Bahnhof. Du musst ja mal zusehen, dass ihr zur Kohle kommt. Ach so? Kann ja nicht zusehen hier, wie du wie ich bankrott gehe. Hier danke. Vor die Hunde gehst hier. Echt, in Folge 7 schon verschissen hier. Geht ja gar nicht. Muss ich dir helfen? Ja, Dolly, unser cool. Deal wird leider nicht hier. Mucka ist der Einzige, von dem ich noch was lernen kann hier, oder? Okay. Was? Jetzt wendet sich das Blatt. Los. Dolly, ich war dir nur ein Klotz am Bein, sag doch. Nein. Mucke, bist dran. Immer noch? Eine 8. Bin ich bei mir zu Hause? Nee, bei mir. Echt? Den Preis bezahlen. Ja, muss ich ja, ne? Aber eine Scheißrunde für dich, war Mucka? Bahnhof los geworden. Ja, vor allem noch an Dolly bezahlt. Oder? Weiter, Mucka. Beende den Zug. Ja. Hab ich gemacht. Noob. So, jetzt wie macht der Zug? Ich will über los, bitte, nur über los. Ja. Hast du. Ui. Auf die Steuer wäre jetzt noch doll. Oh Mann. Knappe Kiste. Ja, Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Ja. Sicherlich nicht. Oh ja, hier sollten Sie bauen. Feuer frei. Schnell sich doch das Blatt wenden kann. Unglaublich. Ja, das hat sich sehr gewendet. Möchten Sie nicht in diese Stadt investieren? Glaube nicht. An sich möchte ich das nicht. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Mucki ist dran! Ja, soll ich jetzt würfeln?
Na komm. Würfel. Nein, ich würfel nicht. Und zwar, das war wieder eine Folge Let's Play Monopoly mit Manne und Dolly. Ich habe jetzt versucht, einfach mal Manne ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, indem ich ihn im Bahnhof verkauft habe. Geht er die nächsten Runden pleite oder nicht? Sehr gehässig, Alter. Ich hoffe nicht. Das werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Bleibt dran, Däumchen hoch und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.